Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge hier in Pokémon Ultrasonne. Und ja, ich habe mir gerade das Team nochmal angeguckt, einfach weil ich es nicht mehr so ganz im Kopf hatte. Denn für mich ist wieder einige Zeit vergangen, denn es gab ja die gute alte Winterpause, die alljährliche, in der ich wieder viel erlebt habe, viel rumgekommen bin und unter anderem jetzt mein erstes eigenes Buch in den Händen halten kann. Woo! Nice. Okay, ja, natürlich nicht ganz alleine geschrieben, wisst ihr ja mittlerweile, denke ich, zu Genüge, sondern mit vielen anderen, aber es ist ein unglaublich geiles Gefühl und ich konnte sehr, sehr, sehr viel Motivation tanken und sehr viele Ideen spuken jetzt in meinem Kopf rum, die alle irgendwie geordnet werden müssen und dann wird es auf diesem Kanal und auf Twitch und allem drumherum richtig abgehen. Freut euch also auf jeden Fall auf dieses Jahr. Und freut euch jetzt auch gerne auf diesen Part, denn wir gehen heute ins Battle Royale. Ich habe bereits im letzten Jahr, es ist alles ein bisschen momentan wieder mit der Zeit etwas verschoben, nachgefragt, wie es denn aussieht, ob wir das Ganze mit den Nuzlocke-Regeln machen sollten oder eher nicht, was macht mehr Sinn. Und die große Mehrheit, normalerweise ist bei Umfragen meistens 50-50, aber dieses Mal tatsächlich die große Mehrheit war gegen Nuzlocke-Regeln, ganz einfach aus dem Grund, weil das ja ein jeder gegen jeden ist, ne, mit vier Pokémon, mit vier Teilnehmern insgesamt. Das heißt, wenn es schlecht läuft, wenn wir Pech haben, dann greifen uns halt einfach drei Pokémon an. Und dagegen können wir mit unseren stärksten Pokémon nicht viel machen. Wir können jetzt natürlich unsere auf Level 40 oder so hoch trainieren, dann wäre das wahrscheinlich kein Problem, aber ja, das ist, glaube ich, nicht Sinn der Sache. Und deswegen ist es einfach komplett glücksabhängig, ob wir da mit 0 Verlusten rausgehen oder mit 3. Und deswegen macht es für mich keinen Sinn und für euch auch nicht, das mit Nuzlocke-Regeln zu spielen. Wir werden dennoch versuchen, kein Pokémon zu verlieren, weil wenn wir keins verlieren, dann ist es sowieso egal, ob wir mit Nuzlocke-Regeln oder ohne gespielt haben. Von daher, lasst uns jetzt erstmal reingehen in den Dome Royal und vielleicht mit Gladio sprechen. Ich weiß es noch nicht so genau. Da oben springt ein Kind, das ist toll. Hallöchen! Ich schlage vor, wir konzentrieren unsere Angriffe auf ein angeschlagenes Pokémon und greifen es so lange an, bis es besiegt ist. Hey Schlüpfer, wie geht's dir eigentlich im neuen Jahr? Kuckuck, Super-F, wie geht's? Ja, mir geht's ziemlich prima eigentlich. Hervorragend, dann volle Kraft voraus. Ja, ich würde sagen, es ist Zeit für die rote Mahlzeit. Gucken wir mal, was wir direkt im neuen Jahr bekommen. Irgend so ein Lego-Stück wieder. Das war, glaube ich, nie krass. So mit Pokémon fangen und sowas war das, oder? Schutzbon. Ja, Schutzbon ist okay. Weil da brauchen wir keinen Schutz dann dafür. Dankeschön, Schlüpfer. So, auf geht's. Nanu, dein Mango Spector. Es muss sich noch mehr anstrengen. Okay, Alter. Dann halt nicht. Seit kurzem gibt es da diesen Trainer, der beim Battle Royale ununterbrochen gewinnt. Ich glaube, sein Name war Gladio. Oh Gott, Alter. Gladio ist voll der Overpro. Das ist nicht gut, Leute. Das ist überhaupt nicht gut. Du ziehst den Herrschersticker ab und nimmst ihn mit. So, mittlerweile konnte ich auch einige eurer Kommentare lesen und ihr habt mir zum Beispiel geschrieben, wo ich noch ein paar Herrschersticker vergessen habe. Das werde ich aber, das ist der Jubel, der hier so laut ist. Ich habe mich gerade gefragt, hä, wo kommen die Geräusche her? Zum einen habt ihr mir geschrieben, dass ich noch ein paar Sticker habe, die ich übersehen habe. Und dann eben auch, dass wir noch einen Routen-Pokémon am Plätscherhügel fangen können. Ich weiß nicht, ob das aktuell ist oder ob wir das in den nachfolgenden Parts noch gemacht haben. Werde ich auf jeden Fall auch überprüfen. Ansonsten haben wir da eben noch ein Pokémon, das wir fangen können. Omi, kauf mir eine Maske von Mask Royale. Hast du schon mal bei einem Battle Royale mitgemacht? Und hast du dabei gegen Mask Royale gekämpft? Bisher leider noch nicht, nein. Wie langweilig. Wenn du es in den Meisterrang schaffst, darfst du vielleicht gegen ihn kämpfen. Ja. Der Reiz des Battle Royale besteht darin, dass man nie weiß, wer auf wessen Seite ist. Ja, das ist der Reiz und gleichzeitig auch die unglaubliche Gefahr. Ob Wrestler oder Popstars ihre Kostüme wohl nur ändern, um mehr Fanartikel zu verkaufen? Das, meine Gute, ist eine tatsächlich interessante Frage und ich vermute, ja. Ich vermute, ja. Du ziehst den Herrschersticker ab und nimmst ihn mit. Nice, 27 Stück haben wir mittlerweile. Bei 30 könnte eventuell wieder was passieren oder bei 40. Attacken wie Rasierblatt und Windschnitt, die mehrere Ziele erfassen, verlieren beim Battle Royale einiges von ihrer Stärke. Das hat mir Professor Kukui beigebracht. Der gute Professor Kukui kennt sich aber erstaunlich gut aus mit dem Battle Royale. Wirst du beim Battle Royale von allen angegriffen, bist du wohl der stärkste Trainer. Aber eine defensive Strategie führt bei dieser Kampfart auch nicht immer zum Ziel. Ja, ist schon interessant auf jeden Fall. Das Battle Royale.
Willkommen! Na, wenn das nicht Mask Royale ist. Ich bin der Botschafter des Battle Royale, des glorreichsten Pokémon-Kampfes überhaupt. Man nennt mich Mask Royale. Professor, sind Sie es? Hörst du mir denn nicht zu? Ich sagte, man nennt mich Mask Royale. Ich bringe Trainern den Battle Royale bei, ein Stil des Pokémon-Kampfes, der seit Generationen in Alola überliefert wird. Beim Battle Royale treten vier Trainer mit jeweils drei Pokémon gegeneinander an. Sobald einer der Trainer keine kampffähigen Pokémon mehr hat, ist der Kampf beendet. Von den verbleibenden Trainern wird derjenige zum Sieger gekürt, der die meisten Pokémon besiegt hat und der die meisten kampffähigen Pokémon übrig hat. Machen wir doch einfach mal eine kleine Proberunde mit nur einem Pokémon. Wow, Mask Royale! Ich will auch mitmachen, bitte! Na klar. Alles klar, du bist dabei. Du da, du machst auch mit, okay? Und mit mir sind wir zu viert. Gladio macht auch mit! Also dann, beim Battle Royale warten tolle Entdeckungen, fantastische Erfahrungen und ein großes Abenteuer auf dich. Der Battle Royale geht los. Auf die Plätze, fertig, Kampf! Dann schauen wir mal, was das werden wird, ne? Ja, gegen drei besondere Trainer direkt. Gegen Mask Royale, gegen Tali und gegen Gladio. Wir befinden uns im Austragungsort. Das Stadion ist bis auf den letzten Platz gefüllt und die Stimmung kocht fast über. Woohoo! Und hier kommen die Kontrahenten. In der grünen Ecke, Flo mit Lilith. Hallo, ich bin sehr groß. In der gelben Ecke Pokémon-Trainer Tali mit Arboretos. Ja, das ist okay erst einmal. In der anderen Ecke Wuffels mit Mask Royale. Oder andersrum vielleicht eher. Und in der blauen Ecke Team Skull Gladio mit Typ 0. Okay, das heißt, sie haben zwei Normal-Pokémon, ein Pflanzen-Pokémon, Pflanzenflug-Pokémon und ein Normal-Pokémon noch, und ein Gestein-Pokémon. Das heißt, Wuffels ist aktuell gar nicht mal so geil, weil wir da nicht krass gut durch... Alter, wir haben... Oh, wow. Warum nehme ich denn Lilith, Alter? Lilith hat doch gar keinen Angriff. Also keine Angriffs... Oh, Gott. Okay. Ja. Okay, wow. Okay, dann werden wir mit Biss angreifen. Immerhin haben wir Biss, ist ja besser als nichts, aber ein Step, eine Step-Normal-Attacke wäre schon ganz geil gewesen. Ja, wen greifen wir an am besten? Arboretos? Arboretos wird doch bestimmt auf Wuffels gehen. Und Wuffels wiederum auf Arboretos. Die treffen sich doch beide sehr effektiv gegenseitig. Also gehe ich auf Typ 0. Typ 0 ist ohnehin nicht gerade ungefährlich. Oh, Wuffels geht auf Schutzschild. War ja klar von Mask Royale, dass er sich hier erstmal protected. Typ 0 geht auf Tackle, auf Wuffels. Okay, perfekt. Arboretos Rasierblatt. Auch auf Wuffels. Trifft das alle anderen auch? Ja. Verdammt, das ist nicht gut. Da verlieren wir schon mal 10 KP. Und wir gehen mit Biss auf Typ 0. Hätte aber schlechter laufen können insgesamt, auf jeden Fall. So, ich gehe aber mal, also ich bleibe bei meiner Taktik, denke ich. Ich greife weiterhin Typ 0 an. Die werden bestimmt Wuffels wieder angreifen. Hoffe ich mal. Ne, dieses Mal Arboretos. Bekommt den Tackle ab. Steinwurf von Wuffels geht ebenfalls auf Arboretos. Ist also schon fast down. Warte mal, sobald ein Pokémon down ist, ne? Ich glaube, sobald ein Pokémon down ist, ist das Ganze doch beendet. Das heißt, ich kann ja eigentlich Arboretos jetzt fokussen. Oder Wuffels. Sind alle jetzt mega angeschlagen schon. Oh, aber es sieht gar nicht so schlecht aus. Also vielleicht stellt sich die Frage mit den Nuzlocke-Regeln gar nicht. Bisher haben wir 64 KP. Ich habe extra eines unserer tankigsten Pokémon genommen. Und wir wurden bisher auch noch nicht angegriffen. Ja, Wuffels werde ich wahrscheinlich nicht rausnehmen können. Aber Arboretos... Oh, also ich werde niemanden rausnehmen können. Deswegen greife ich Wuffels an, weil das am wenigsten KP hat. Tackle von Typ 0 kommt und geht dieses Mal auf mich. Oh, Alter, macht das viel Schaden. Steinwurf von Wuffels geht auf Arboretos. Ist es down? Noch nicht ganz. Und Rasierblatt kommt. Okay, jetzt, also Wuffels ist, glaube ich, schon down jetzt, oder? Ja, und wir leben noch. Wunderbar, und unsere Attacke geht zwar ins Leere. Das ist aber okay. Zumindest haben wir kein Pokémon jetzt hier verloren. Schade, hätten wir Arboretos angegriffen, hätten wir auch einen Punkt gehabt und hätten sogar gewonnen dann, das Battle Royale. Schade, 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 schade. Aber okay. Na, wie hat's dir gefallen? Beim Battle Royale kann man so viel Spaß haben. Und das Beste ist, dass man auch gegen starke Gegner eine Chance hat. Toll, oder? Das war ein heißer Kampf. Als nächstes wirst du bei meiner Prüfung ins Schwitzen kommen. Ich bin Kiave, der Feuerkapitän.
Ich warte am höchsten Punkt des Vela-Vulkanbergs auf dich. Dorthin gelangst du über Route 7. Wenn du deine Inselwanderschaft abschließen möchtest, bring deine stärksten Gefährten mit. Flo, Tali, wie läuft es mit euren Prüfungen? Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, gemeinsam mit euren Pokémon zu trainieren. Wow, Mask Royal, woher weißt du denn, dass wir die Prüfungen machen? Ach so, du musst unsere Inselwanderschaftsabzeichen gesehen haben. Also, ich genieße es ja so richtig, mich mit meinen Pokémon durch Alola zu kämpfen. Warum machst du denn bei Battle Royale mit? Ist das so eine Art Training für dich oder willst du so vielleicht neue Freunde finden? Wer nicht stark genug ist, kann nichts und niemanden beschützen. Und genau aus diesem Grund bin ich hier. Ich will stärker werden. Also verschon mich mit deinem Geschwätz von Spaß und Freunden. Für solchen Unsinn habe ich keine Zeit. Das klingt aber hart. Jeder braucht doch Freunde, mit denen man Spaß haben kann und die für einen da sind. Dann gelingen einem auch großartige Sachen. Ich kann zwar nicht genau sagen, warum, aber mir hat es total viel Spaß gemacht. Deshalb werde ich weiterhin beim Battle Royale mitmachen. Meine Pokémon sahen auch voll glücklich aus. Nächster Halt, Vela-Vulkanberg. Dorthin gelangen wir über Route 7. Alles klar, Schlüpfer. Ja, dann haben wir das ja doch relativ erfolgreich hinter uns bringen können. Ist das ja einfach ein PC, ja, ne? Ganz normal. Gut, denn den brauche ich aktuell erst einmal, weil ich ganz gerne gucken wollte, ob wir schon ein Pokémon am Plätscherhügel gefangen haben. Aber ich glaube nicht. Meereshöhle, Tenkerat. Tenkerathügel haben wir zwei Pokémon sogar gefangen, waren aber, glaube ich, verschiedene Areale, ne? Route 4, Linktausch, Ohana, Route 6, Vegetationshöhle. Kann natürlich sein, dass wir das Plätscherhügel-Pokémon vertauscht haben, aber ich glaube, wir haben bisher nur Yorklef und irgendwas anderes vertauscht. Von daher, sollten wir noch kein Pokémon am Plätscherhügel gefangen haben, dann würde ich sagen, ist das vielleicht unser nächster Ausflugspunkt, wo wir jetzt uns auf den Weg hin machen werden, tun können und so weiter. Ich denke, das ist ein Plan. Wir werden Solkachu an Stelle Nummer 1 packen und dann weiter marschieren. Und dann werden wir alles wegrecken. Aufgepasst! Erwünscht oder nicht, es ist Zeit für Rotoms Tipps und Tricks, Super F. Eine Attacke schlägt mit viel mehr Wucht ein, wenn sie vom selben Typ ist wie das Pokémon, das sie anwendet. Alles klar, Rotom. Und du bist schon wieder müde, ne? Ich wurde angefasst. Geil, Alter. Geilo. Ja, hier müssten wir ja soweit alles gemacht haben, was zur Auswahl stand. Das heißt, Vela-Vulkan-Park ist dann das nächste, was wir machen werden. Nachdem wir jetzt beim Plätscherhügel waren, das ist jetzt erstmal unser nächstes Ziel. Dazu müssen wir, glaube ich, noch eine Weile nach oben in Richtung Norden uns aufmachen. Aber das geht sogar einigermaßen, ne? Weil wir hier relativ flott durchkommen. Genau, und hier hinten müsste es ja schon zum Plätscherhügel gehen. Von daher ist alles in Ordnung. Wir sollten jetzt nur noch mal vielleicht einfach einen Schutzbon einwerfen oder so. Und dann passt das. Dann sind wir gut geschützt. Den Schutz ist immer wichtig, meine Kinder, auch beim Fiki-Fiki machen, ne? Steht zu Diensten! Bzzzt. Du beginnst jetzt seltener wilden Pokémon. Seltener? Ich hoffe gar nicht. Ups, falsch abgebogen. Oh, hier sind Bären noch. Ja, komm, die nehmen wir noch mit. Pirsifbeere, wuhu! Nice. Was haben wir noch? Amrenarbeere ist auch okay. Die Standardbären jetzt alle, oder was? Und Amrenarbeere nochmal. Na, okay. Von mir aus, wenn es sein muss. So. Und oben rechts sieht man halt immer, beziehungsweise, ja doch, oben rechts ist es sogar bei euch, sieht man halt immer, dass die Zeit abläuft. Ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal privat genutzt. Was ist hier? Hier hätten wir jetzt angeln können, glaube ich, ne? Wenn wir nicht auf Taurus gesetzt hätten. Sind wir schon am Plätscherhügel? Ich weiß gar nicht, ich habe gerade nicht aufgepasst. Aber ich meine ja, ne? Ich meine ja. Ist das der Plätscherhügel oder ist das irgendeine Route? Nein, das ist der Plätscherhügel. Das heißt, hier können wir ein Pokémon fangen. Vielleicht können wir jetzt hier die Angel reinwerfen. Ja, sieht gut aus, aber das Ding ist schon wieder weg. Aber es ist sowieso immer weg, glaube ich, wenn man die Angel reinwerft. Egal, unser Routen-Pokémon wird ein Kappador. Haben wir ja eh schon. Nee, es ist kein Kappador. Oh, man kann also mit der normalen Angel auch was anderes fangen. Okay, dann ist unser Routen-Pokémon ein Barschuft. Ein weibliches. Okay, ich weiß nicht mehr, ob beide Anpassungen haben können. Aber ein Anpassungs-Barschuft wäre jetzt auch nicht so das Allerschlechteste, was wir haben können. Ein Wasser-Pokémon haben wir. Doch, haben wir Tara. Aber Barschuft finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass Solkachu gleich irgendwie eine Anpassungswasserdüse oder so abbekommt. Das wäre vielleicht nicht ganz in meinem Interesse. Ich glaube, ich gehe erstmal auf Lilith rüber. Und dann haben wir ja, glaube ich, noch den Tauchball, den wir werfen können. Und dann bleibt das Barschuft bestimmt schon einfach drin. Aber ist cool. Zermürben ging daneben. Interessant.
Haben wir denn Tauchbälle? Ich glaube Netzbälle. Ein Ball, der sich besonders gut bei Wasser-Pokémon, die im Wasser leben, besser fangen. Okay. Dann werfen wir den Tauchball. Denn du lebst im Wasser, mein Freund. Wir haben dich da gerade rausgeholt. Du kannst uns nichts verheimlichen. Bitte bleib drin, Barsch. Oh Gott. Okay, Barschuft möchte gar nicht drin bleiben und holt direkt die Wasserdüse raus. Und 12 KP ist okayer Schaden. Ich, ja, für eine Wasserdüse könnte Anpassung haben. Ich weiß es nicht. Ist schwer einzuschätzen. So, jetzt kommt Zermürben. Wow, das ist auch nicht wenig Schaden. Ist ein Volltreffer aber gewesen. Wir gehen mal auf Biss, um das Pokémon zu schwächen. Oh nein. Jetzt sucht es wieder um Hilfe. Aber es kommt nichts. Okay. Das ist zumindest schon mal ein Anfang. Ich werfe einfach nochmal den Tauchball jetzt, weil so viele Möglichkeiten haben wir nicht, bis die nächsten Pokémon kommen, ne? Deswegen, paralysieren oder so wäre eine Möglichkeit. Oder irgendwie eine Statusveränderung beibringen, damit es nicht mehr um Hilfe rufen kann. Aber, okay, nochmal die Wasserdüse. Boah, die macht so viel Schaden. Und wenn es jetzt gleich tatsächlich irgendwie ein Pokémon kommt, um... Ja, es kommt noch ein Barschuft. Ah... Das ist echt so das große Problem, ne? Am besten halt echt nicht schwächen, würde ich sagen. Okay, wir gehen mal auf Frigo, weil mit Frigo können wir erstmal von beiden Pokémon den Angriff senken. Und vielleicht ganz gut tanken. Ist halt nur die Frage, ne? Aber wir schauen mal. So, Bedroher kommt. Senkt die Angriffswerte von beiden. Aber dadurch rufen die, glaube ich, noch häufiger Pokémon. Also auch nicht optimal. Aber vielleicht kriegen wir ja irgendeins geschwächt von denen. Boah, wenn da mal Crits bei sind, dann wird es echt problematisch. Ja, wie sieht's aus? Wie gut können wir die nächsten Attacken? Tara kann auf jeden Fall die Wasserdüsen ziemlich gut tanken. Das sollte funktionieren. Deswegen, was mache ich jetzt am besten? Nehme ich erstmal eins raus? Wäre vielleicht das Beste, oder? Wäre vielleicht das Beste. Ja, wir können uns jetzt sogar theoretisch zwischen Männchen und Weibchen entscheiden, ne? Welches von beiden wir fangen wollen. Wobei die hier komplett gleich aussehen. Hä, sehen die nicht normalerweise blau und rot aus? Hier sind beide rot, oder? Oder irre ich mich? Keine Ahnung. Okay, wir greifen mit Knirscher einfach mal das Geschwächte an, oder? Würde ich sagen, ja. Ich würde sagen, ja. Machen wir mal. Ganz einfach aus dem Grund, weil das ist dann schon sehr wahrscheinlich tot. Weil es eben schon Damage gefressen hat. Und das andere ruft dann nicht direkt wieder um Hilfe, weil es noch nicht angedamaged ist. So, Bodycheck kommt. In Ordnung. Macht gar nicht mal so viel Schaden. Geht schon. Okay. Jetzt ist die Frage, schwächen wir oder werfen wir einfach Bälle? Weil mit den Bällen haben wir bisher nicht so viel landen können. Ich kann ja mal einen Netzball werfen. Vielleicht eignet der sich irgendwie besser. Und dieses Barschuft denkt sich, jo, in den Netzball, der sieht ein bisschen stylischer aus. In dem bleibe ich gerne drin. Einmal gewackelt zumindest. Ne. Statusveränderungen. Kriegen wir die irgendwie raus? Das ist jetzt die Frage. Also Vergiftung ja, aber Vergiftung ist mir fast schon ein bisschen zu riskant. Also Anton, Hypnose. Hypnose wäre interessant, aber Hypnose ist halt keine dauerhafte Veränderung. Und ansonsten haben wir hier leider nichts dergleichen. Okay, das ist schlecht. Das ist nicht optimal. Aber ich glaube, ich werfe jetzt einfach weiter Bälle. Ich kann hier nochmal einen Hyperball reinwerfen, wobei der Hyperball sogar noch schwächer sein sollte. Als Tauch- und Netzball, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, bestätigt sich zumindest auch hier drin erst einmal. Da kommt noch ein Biss. Alter, es hat wirklich 4 Angriffsattacken, oder? Krass. Tja, keine Ahnung. Ich bringe hier jetzt eine Statusveränderung bei. Ich weiß aber nicht, ob die generell nicht mehr um Hilfe rufen können oder ob es nur Paralyse war. Ich glaube, es war eben nur bei Paralyse, dass es da nicht mehr rufen kann. Aber vielleicht generell bei allen Statusveränderungen. Aber okay, so, jetzt haben wir schon mal die Vergiftung drauf. Dadurch ist es schon mal etwas leichter zu fangen. Es kommt nochmal der Bodycheck. Oh, aufpassen vor Crits und so, ne? Das kann halt echt gefährlich werden. So, die Vergiftung macht gut Schaden. Und damit ist es gleich unter der Hälfte dann. Wir gehen jetzt mal rüber zu Tara, was zumindest die Wasserdüse ganz gut tanken kann. Das Pokémon fangen in Usum und auch in Sonnenmond ist halt echt nicht leicht mit dem Hilferufen, muss man sagen. Wenn man die nicht im ersten Zug irgendwie gefangen bekommt, dann gibt es da manchmal schon einige Probleme. Und ihr erinnert euch vielleicht noch an die Kramuchse, die wir damals fangen sollten. Die haben auch einfach mal easy ein Pokémon von uns weggerackt. Und genau danach sieht es auch hier gerade aus. Die regeln uns nach und nach immer weiter down. Gefällt mir nicht so gut. Aber okay, wir werfen jetzt mal Tauchbälle, weil wenn es nicht mehr um Hilfe rufen kann, dann haben wir nicht mehr so viele Versuche. Einmal, zweimal, dreimal und...
Nice. Okay, wir haben Barschuft gefunden. Wunderbar. Es ist das Männchen. Keine Ahnung, ob es da irgendwelche Unterschiede gibt, aber zumindest früher gab es da Formunterschiede. Dieses Mal sah es aber rot aus. Also, keine Ahnung. Okay. Dann haben wir Barschuft gefangen. Vielleicht gibt es diese Formunterschied auch nicht mehr in Sonne und Mond. Ich weiß es nicht. Schau dir das Pokémon, das du gefangen hast, gleich mal genau an. Ein wildes und brutales Pokémon. Rot gestreifte und blau gestreifte Barschuft tragen ständig Kämpfe um ihr Territorium aus. Aber das liegt doch am Geschlecht, dachte ich, oder nicht? I don't know. Möchtest du dem Barschuft einen Spitznamen geben? Das möchten wir nicht nur, das müssen wir sogar. Und dazu muss ich natürlich erstmal wieder die wunderbare Namensliste rausholen. Und es ist ein Männchen dieses Mal. Das ist doch gut, denn dann können wir dieses Männchen nach einem... Warte mal, Dominik hatten wir aber zuletzt erst benannt und weggetauscht, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme mal erstmal den nächsten Namen und guck mal bei Dominik nochmal genauer nach. Es ist alles ein bisschen her, Leute. Bitte verzeiht mir. Wir nennen unser Pokémon Blue Fox. Ist zwar kein Fuchs hier und hat auch überhaupt keine Ähnlichkeit mit einem Fuchs, aber ist halt der nächste in der Liste. Und deswegen wollte ich nochmal gesagt haben, ne, dass es in diesem Let's Play nicht danach geht, was ihr euch gewünscht habt, sondern wirklich nach der Reihenfolge. Also wenn ihr gesagt habt, ich wäre gerne ein Feuer-Pokémon, heißt das auf keinen Fall, dass ihr ein Feuer-Pokémon werdet. Ne, wollte ich nur nochmal erwähnen. Die Wirkung der Rotom-Kraft ist abgeklungen. Möchtest du sie erneut verwenden? Ja, ich denke schon. Würde ich schon sagen. Steht zu Diensten! Du begegnest jetzt seltener wilden Pokémon. Möchtest du mal nachschauen, ob du in deinem Bottle ein Heil-Item auftreiben kannst? Nee, lass mal gut sein. Bitte nicht, Rotom, bitte nicht. Wir kommen bald wieder in einem Pokémon-Center vorbei und dann geht das schon. So, ja, hier ist es auch schon direkt. Das ging sogar noch ein bisschen schneller, als ich erwartet habe. Okay, dann haben wir jetzt das Pokémon gefangen. Wir haben den Battle Royale hinter uns. Dann ist das nächste, was auf unserer Liste steht, eben die Reise Richtung zum Vulkan, ne? Würde ich sagen. Das ist the next plan. Okay. Kyawe. Kyawe hat dann Feuer-Pokémon. Das geht aber erst einmal, ne? Also Wuffles, Enton haben wir auf jeden Fall schon mal dagegen, die mir einfallen. Da sind bestimmt auch noch ein bisschen mehr drin dann potenziell. Von daher kriegen wir das, glaube ich, ganz gut hin. So, Automatzeit ist auch gleich wieder. Ich möchte nur ganz kurz an die Stelle, wo wir hin müssen. Und ich glaube, wir müssen da einfach wieder zum Battle Royale in die Richtung und dann rechts weiter. Ne? Da war ja, glaube ich, noch eine Route, wo man aktuell noch nicht durchkam, weil, warum auch immer. Ich habe keine Ahnung, was sich dieses Mal ausgedacht wurde als Grund. So, wie sieht's hier aus? Da ist ein Kind, das spielt und hier ist die Route. Und hier ist ein Kramus. Genau, mit euch hatten wir schon gesprochen. Und du hier oben hattest irgendwelche Probleme ursprünglich mal, ne? Der Setkraftring an deinem linken Arm ist schon ein ganz besonderes Item und nur besondere Menschen... Nee. Okay, keine Ahnung, warum wir hier nicht lang konnten. Zumindest glaube ich, dass wir hier nicht lang konnten. Ich weiß es nicht. So, Rotom, zeig mir mal, was es hier wieder krasses gibt bei dir zu gewinnen. Ich hätte gerne wieder das Sternsymbol. Oh, nö. Wieder nur den Scheiß, Alter. Den möchte ich nicht. Nein, lass mich in Ruhe. Schutzbon. Okay, doch, nehme ich ganz gerne. Stimmt, so schlecht ist es ja eigentlich gar nicht. Okay. Ich würde sagen, wir machen vielleicht noch so einen Trainer oder so, damit wir auch das noch ein bisschen mit drin haben. Das ist auch geil hier, dieses smaragdene Wasser. Gefällt mir sehr gut. Du bist gar kein Trainer. Wenn bei einem Felsen im Wasser Luftblasen an die Wasseroberfläche aufsteigen, kannst du dort mit etwas Glück ein seltenes Pokémon angeln. Okay. Gibt es das hier irgendwo? Weil dann könnte man das theoretisch machen. Ich wusste, dass hier irgendwas liegt. Netzball, okay. Hier könnten, glaube ich, Luftblasen kommen. Aber angeln würde ich jetzt ganz gerne auf der Route nicht, weil Wasser-Pokémon haben wir erstmal genug. Und hier kommen wir noch nicht weiter, ne? An dieser Barriere des Captains kommst du erst vorbei, wenn du die Prüfung im Vela Vulkanpark bestanden hast. Kriegen wir hin. Ist ja unser nächstes Ziel. Oh, guck mal, da oben laufen Magmas einfach rum. Das ist neu. Leute. Okay, scheinbar gibt es hier noch keinen Trainer in diesem Abteil. Dann würde ich sagen, beenden wir den Part hier erst einmal und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Bewerten des Parts und ja, ich habe in letzter Zeit immer sehr häufig angeteasert, dass ihr gerne mal im Shop vorbeigucken könnt. Einfach, weil ich angenommen habe, dass mittlerweile das Shop-Video online ist. Ist es allerdings noch nicht. Wer trotzdem schon mal reingucken möchte, shop.nestflow.de einfach eingeben und da findet ihr dann all das, worüber ich die letzten Parts immer so ein bisschen geteasert habe. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss. Ciao, Alter.